wunderschönen guten Tag. Ich bin der Grumpy von der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen und ich gebe euch einen kurzen Rückblick des Jahres 2015, aber vorweg einen letzten kurzen Rückblick über die 100. und 101. Sitzung hier im Landtag Nordrhein-Westfalen. Wir hatten die große Haushaltsdebatte für 2016 und wir haben einen großen Entschließungsantrag mit über 20 Seiten geschaut, dass wir unsere Position für eine Zukunft in Nordrhein-Westfalen einfach mal vernünftig rüberbringen. Dazu hatten wir auf jeden Fall noch nach dem Klimagipfel in Paris einen Eilantrag mit Bezug zum Klimaschutzplan hier in Nordrhein-Westfalen. Diesem konnte leider nicht gefolgt werden. Wir sind nämlich der Ansicht, das soll alles einmal geprüft werden jetzt hier in Nordrhein-Westfalen für den Klimaschutzplan. Dann hatten wir einen Antrag im Bereich Smart Metering für die Haushalte in Nordrhein-Westfalen, dass die Haushalte in Nordrhein-Westfalen halt gerade nicht aktuell gezwungen werden, verpflichtend diese Smart-Meter-Geräte einzubauen, sondern dass man dies selber entscheiden kann, ob dies eingebaut wird oder nicht. Dann hatten wir noch den großen Bereich des Abschiebestopp für 3 Monate, um zu verhindern, dass Leute in sichere Drittstaaten, wir sehen das ein bisschen anders halt über die Winterpause, nicht abgeschoben werden. Auch hier konnte leider dieser Idee nicht gefolgt werden. Das waren so diese 2 Plenartage aus Sicht der Piraten in aller Kürze. Und im Laufe des Jahres haben wir noch ein paar Sachen rausgepickt, die sehr, sehr relevant waren. Eine Anhörung im Bereich Cannabis und medizinische Versorgung. Dann hatten wir, ganz wichtiges Thema, auch die anonyme Krankenkarte für Flüchtlinge. Hatten wir ebenfalls eine größere Anhörung. Dann gab es im Bereich der Polizeiaufsicht, die Polizei Nordrhein-Westfalen macht wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Und auch trotzdem, es gibt halt schwarze Schafe ab und an. Eine unabhängige Beschwerdestelle wäre halt aus unserer Sicht eine sehr wichtige Sache, um diese Problematik dann auch sehr neutral angehen zu können. Dazu kommt halt, wir hatten veranstaltet einen Flüchtlingsgipfel mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und hatten dazu im Plenarsaal und auch hier in unserem Fraktionssitzungssaal halt eine Helferkonferenz abgehalten, denn die Beschwerden von vor Ort mussten einfach gesammelt werden. Wir hatten in den Bereichen der Digitalisierung, der digitalen Revolution in Nordrhein-Westfalen, unter anderem natürlich der Breitbandausbau, ist immer wieder Thema. Hier setzt man ja mehr oder weniger auch seitens der Bundesregierung leider auf ein völlig veraltetes Verfahren, Vectoring, Kupferkabel, anstatt hinzugehen und zu sagen, Fiber to the Home, Glasfaser bis an die Haustür. Das wäre so eher nach unseren Zielvorstellungen. Wir hatten im Jahr 2015 auch die große Thematik der Störerhaftung, was Netze angeht, WLAN-Netze, Wi-Fi betrifft. Daran anknüpfend, im Positiven, wirklich schön, auch da mal Dank an Rot-Grün. Im Bereich Freifunk, dass es den Freifunkerinnen und Freifunkern dann möglich ist, Initiativen so konstruieren und aufbauen zu können, dass man mit Zugang zu den Dächern und teilweise auch finanziellen Unterstützungen die Bürgerdatennetze ausbauen kann. Eine sehr, sehr schöne Sache. Und von daher, ab heute gilt leider hier in Deutschland wieder die Vorratsdatenspeicherung. Bundespräsident Gauck hat dieses Gesetz unterzeichnet. Und von daher ist die Vorratsdatenspeicherung etwas, wo wir zusehen müssen, alle Ärzte, alle Anwälte hier in diesem Land, zukünftig eure E-Mail-Verkehrsdaten werden mit abgespeichert. Ein sehr, sehr negativer Jahresausklang, wie ich finde, wo ich halt sagen möchte, dass wir zusehen müssen, für 2016 mehr positive Ideen und Ergebnisse rüberzubringen, Schwerpunkte zu setzen hier aus Nordrhein-Westfalen als Piratenfraktion NRW. Und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Jahr 2016 und wir sehen uns nächstes Jahr. Euer Grumpy. Ciao.